In Prag haben am Dienstag erneut zehntausende Menschen gegen die tschechische Regierung protestiert. Sie forderten den Rücktritt von Justizministerin Marie Benešová. Hintergrund ist ein möglicher Betrugsprozess gegen Ministerpräsident Andrej Babiš. Benešová, so die Befürchtungen, könnte die Arbeit der Staatsanwaltschaft behindern. Ich finde, die gesamte Regierung muss zurücktreten. Wie kann ein Ministerpräsident ein Kabinett führen, der strafrechtlich verfolgt wird? Er ist ein schlechtes Vorbild. Das Handeln der Justizministerin macht die Leute wütend. Kein vernünftiger Mensch kann noch gut finden, was Babiš und Präsident Zeman tun. Wenige Tage vor der EU-Wahl kommen die Proteste dem populistischen Regierungschef Babiš ungelegen. Ihm wird vorgeworfen, als Geschäftsmann bei der Vergabe von knapp 2 Millionen Euro EU-Subventionen für ein Wellness-Resort betrogen zu haben.